Hallo zusammen. Es gibt ein neues Video von vier Mütter, vier Meinungen. Diese Woche sind wir nur zu zweit, die Sonnenrocky und ich. Sonnenrocky ist morgen dran. Warum und weshalb wird sich jetzt in nächster Zeit noch klären. Wir werden wahrscheinlich eine kleine Sommerpause, Sommer, wäre geil, Osterpause machen und ja, dann schauen wir mal. Wenn ihr unbedingt wollt, dass es diese Reihe weitergeben soll, dann zeigt mir das doch bitte mit einem Daumen nach oben oder auch gerne mit einem Kommentar. Das wäre schon interessant zu wissen. Ja, heute geht es um das Thema Vorurteile anderer Eltern, anderer Mütter gegenüber ja, uns. Wie auch immer, was das Thema Ernährung angeht, also ihr wisst ja, zum größten Teil ernähren sich meine Kinder vegan, sie dürfen auch andere Sachen essen oder bei mir vielleicht speziell auch, weil ich so ein bisschen halt anders rumlaufe und ich schon sehr auffällig bin. Also ich habe ja drei Kinder, die sehr also weit auseinander liegen, also immer 5 Jahre. Der Kevin ist schon 19 Jahre alt, der Lenny ist 14 und die Nina 9, die wird jetzt 10 im Juni. Und ich kann schon sagen, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, an die Mütter, an die Eltern, in deren Klassen bin ich wohl die Einzige, die so ist, wie ich bin. Ich kenne keine weitere Mutter hier, die Dreads hat oder die irgendwie so, ich sag jetzt mal, ja, alternativ oder so hippiemäßig rumläuft. Nee, da fällt mir niemand ein. Und ja, ich muss sagen, zu Anfangs ist es schon halt für mich, also es kommt auch immer drauf an, denke ich, was man, wie man, was man für ein Auftreten hat, was man für ein Selbstbewusstsein hat. Ich muss sagen, jetzt, wenn ich jetzt an diese Situation gerade denke, beziehungsweise also jetzt in diesem Zeitraum, mein Gott, mir fehlen heute Morgen die Worte. Oder wenn ich jetzt auch irgendwie ein paar Jahre zurückdenke, kann ich mich nicht daran erinnern, dass mir irgendwer blöd gekommen ist oder so. Es wird mit Sicherheit Leute geben, die da irgendwie Vorurteile haben, aber mir persönlich selber begegnen die Leute schon recht freundlich. Kann ich nicht anders sagen. Ich auch, also jetzt auch die Lehrer mir gegenüber oder so. Ich merke, dass manchmal die Leute, also so habe ich das Gefühl, zu Anfangs manchmal ein bisschen skeptisch sind oder so, wenn sie mich das erste Mal sehen. Aber es läuft doch immer wieder darauf hinaus, dass sie mir mit sehr, sehr viel Sympathie begegnen. Deswegen, also da hat noch nie irgendwie was gesagt. Also es ist schon eher so, dass die Menschen interessiert auf mich zukommen. Also sei es jetzt wegen der Dreads oder so, ist das dann eher so, dass die da ja eher interessiert sind. Also die das jetzt so gar nicht kennen, wie wird das gemacht, wie funktioniert das und wie pflegst du das oder so. Ich fühle mich da jetzt nicht irgendwie angegriffen oder dass das irgendwie, ja, von denen irgendwie, ja, skeptisch rüberkommt oder so, negativ, gar nicht, sondern für mich kommt das eher interessiert rüber. Obwohl ich auch da denke, dass es immer auch etwas in dem Menschen selber auslöst, was in einem gerade so selber vorgeht. Also ich bin da schon sehr selbstbewusst, was ich mache. Also ich habe meine Dreads und ich liebe meine Dreads und ja, ich werde sie auch noch lange, lange tragen. Ich finde das toll. Mir ist es ja egal, wie andere das sehen, ob die das auch toll finden oder nicht toll finden. Und ich glaube, das strahle ich dann schon auch aus. Dasselbe ist auch mit meiner Kleidung, wie ich halt rumlaufe. Ich finde das halt, ja, toll. Also ich trage die Sachen nicht, um jetzt irgendwie aufzufallen, weil ich Aufmerksamkeit oder so haben möchte, sondern ich trage die Sachen, weil ich mich darin wohlfühle, weil ich das einfach schön finde, was ich halt so trage. Und ich finde auch, dass viele Dinge, die ich, wie ich mich jetzt kleide oder so, eigentlich ganz normal sind. Also ich habe ja auch, also zum Beispiel das Oberteil, was ich jetzt anhabe, ja. Ich glaube, das habe ich mal bei New Yorker gekauft. Ja,
Ich meine, okay, ich habe dann hier den Rand rausgeschnitten. Das würde jetzt vielleicht nicht so jeder machen, aber ja. Also eher positiv. Ja. Mit dem Essen ist so eine Sache, das stimmt. Das haben wir recht oft. Immer mal wieder, dass da Kommentare kommen. Aber auch da kann ich nur sagen, eher auch interessiert. Das ist, also es kommt schon auch vor, dass die, und dann, wie kriegen die denn dann ihr Eiweiß und so? Ich meine, jetzt ist es bei Nena und Lenny ja schon so. Kevin macht ja eh sein eigenes Ding, der wohnt ja auch nicht mehr zu Hause. Aber das ist ja schon so, dass die ja schon auch Fleisch mögen und das auch essen dürfen. Ich bereite es zu Hause nur nicht zu, aber wenn wir jetzt irgendwo sind und wir gehen irgendwo was essen oder so und die bestellt, oder Ke Lenny bestellt sich eine Salami-Pizza oder die Nena, nee, es ist eher Lenny. Ja, die holen sich auch zum Beispiel von ihrem Taschengeld mal einen Burger bei McDonald's. Ne? Also von daher machen die das ja halt schon. Mir hat mal irgendwer mich mal gefragt, ob die Nena vielleicht einen Eisenmangel hat, weil sie eine Zeit lang recht schlecht drauf war. Ist auch nicht der Fall gewesen. Ich meine, sie ist also wirklich, ich weiß nicht, wie das bei ihrem Vater ist. Da isst sie, glaube ich, auch schon Fleisch. Ich glaube, da gibt es halt auch immer Salami. Und er fährt auch öfter mit ihr nach McDonald's, glaube ich. So wie ich das mitbekommen habe. Also, ja, ist dann halt so. Ne? Bei mir gibt es das halt also so sehr, 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 sehr selten. Aber wie gesagt, die Leute sind eher interessiert. Und wenn man dann gute Argumente hat und dann auch mal, also ich bin ja dann auch nicht so, dass ich sofort abblocke oder so. Ich unterhalte mich auch gerne dann darüber, wenn die Leute interessiert sind. Wenn sie mir böse kommen oder so, es ist, aber das passiert einfach nicht. Es ist oft Unwissenheit, was halt rüberkommt. Und dann sage ich halt schon auch was dazu. Also was ich darüber denke und kann ja auch argumentieren, denn ich habe mich ja mit dem Thema auseinandergesetzt lange Zeit. Und der Beweis ist, wir sind alle kerngesund. Und ja, von daher kann ich da so nicht so viel zu sagen. Also es ist schon so, auch wenn die, wenn Kinder oder Leute, auch gerade jetzt in meiner Wohnung, ist es schon, ja, für manche schon armselig. Ich finde das krass, wie das manche so, wie manche das so sehen. Aber auch, ja, eher so, dass da nicht viel kommt. Also die Leute denken sich ihren Teil und reden da nicht wirklich drüber. Also dann müsste es schon irgendwie zu so einem Thema kommen, dass man dann darüber redet. Ich begegne, also mir begegnen die Leute offen selten mit Vorurteilen. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern gerade. Kann bestimmt auch schon passiert sein, aber ich erinnere mich gerade nicht. Eher interessiert in vielerlei Hinsicht. Und wenn die hier in die Wohnung kommen, ist es auch oft so, oh, das sieht ja schön aus und da fühlt man sich gleich wohl und eher positiv. Positiv oder interessiert oder beides zusammen. Negativ kann ich mich nicht erinnern und deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Außer, dass ich finde, dass es jeder halt trotzdem so machen sollte, wie er will und dass man einfach auch dazu stehen muss. Und man braucht sich für nichts schämen und jeder, also ich würde mich ja auch nicht, also ich würde mich ja auch nicht so einrichten wie, keine Ahnung, nach Ikea gehen, ein Wohnzimmer nehmen, bei mir hinstellen und fertig, ja. Das sind zum Beispiel ja, so für mich so 0815, das ist so langweilig für mich und, genauso ist es mit den Modetrends, dann einfach in den Laden zu gehen und ein komplettes irgendwie was holen, wo alle mit rumlaufen. Habe ich ja auch mal, wie gesagt, so ein T-Shirt an oder so. Oder auch so Basic-Shirts oder so. Aber immer irgendwie auch mit so anderen Sachen. Ja, weil mir das einfach zu langweilig ist. Ich fühle mich darin nicht wohl. Nee. Eher positiv. Wie sind eure Erfahrungen? Macht ihr negative Erfahrungen? Immer mal wieder wird mir das ja auch geschrieben, dass das wohl so ist. Aber vielleicht hat das was mit eurem Selbstbewusstsein, mit eurem eigenen Auftreten zu tun oder mit eurer Art und Weise, warum die Menschen dann so darauf reagieren. Denn das ist schon oft so. Wenn ich draußen unterwegs bin, ich werde oft angeschaut, ich werde
oft wirklich also angelächelt. Die Leute strahlen mich an, ich strahle die Leute an und so kommt das auch wirklich zurück. Also ich bin letztens mit jemandem spazieren gegangen und der sagte, boah, das gibt's doch gar nicht. Kennst du die alle? Die strahlen dich alle so an. Ja, weil wenn ich gute Laune habe und wenn man freundlich ist, man strahlt das aus. Ja, wenn ich natürlich jetzt rummelig rumlaufe und dann denke, und der guckt schon wieder so komisch und. Also das übergehe ich. Ja, okay, ich kriege das auch oftmals nicht mit. Deswegen. Die Kinder selber wüsste ich auch nicht, also hat mir noch niemand gesagt, dass denen irgendwer was gesagt hat. Die fragen auch, deren Freunde fragen auch eher dann interessiert, boah, voll cool, deine Mutter hat Dreads. Ich möchte auch gerne Dreads haben. Wo hat die sich die wohl machen lassen und so? Und ja, eher so. Mich hat auch mal ein Junge gefragt, ob ich ihm vielleicht auch mal in seinem Zimmer seine Wände anmalen könnte. Ja, also so, eher so positiv. Ich glaube, ja. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, sonst quatsche ich zu viel drumherum. Ja. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Erzählt mir eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und ansonsten genießt die Sonne. Bis bald. Ciao.